Herzlich willkommen zum Talk Ultra-Hybride Lehre. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich darf kurz Manuel Walter und Clara Diem ankündigen, die euch gleich durch den nächsten Talk führen werden. Ich bin Anne, ich bin der Host heute hier für den Talk und freue mich auf inspirierende Eindrücke aus der Hochschule Mannheim und übergebe jetzt das Spotlight auch an die beiden SpeakerInnen. Super, vielen Dank, Anne. Also auch von uns nochmal einen guten Morgen. Wie Anne schon gesagt hat, mein Name ist Clara Diem und gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel Walter möchten wir so ein bisschen was zum Thema ultrahybride Lehre erzählen. Wir sind beide Mitarbeitende im InnoSpace, das ist eine Einrichtung der Hochschule Mannheim. Und ich möchte einmal kurz vorwegnehmen, dass dieser Talk im Rahmen des Förderprojektes Shells 4.0, gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, entstanden ist. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir kommen aus dem InnoSpace. Was ist dieser InnoSpace? Also ich finde, man kann auf den Bildern schon ganz gut erkennen, dass es kein gewöhnlicher Vorlesungsraum ist. Und es liegt daran, dass wir auch keine Frontalvorlesungen geben, sondern bei uns wird die projektbasierte Lehre ganz groß geschrieben. Wir arbeiten dann mit den Methoden des Design Thinkings. Das bedeutet, dass die Studierenden kreativ an Projekten arbeiten. Und dafür haben wir hier auf dem linken Bild dargestellt unseren Lernraum mit Tischen und Stühlen, an denen die Studierenden eben ihre Projekte in Teamarbeit weiter voranbringen können. Und sobald es dann in Richtung Prototyping geht und hands-on wird, begeben sich die Studierenden in den Teil des Raumes, den man jetzt auf dem rechten Bild sieht, in unseren Makerspace, beziehungsweise unsere Werkstatt. Wir sind in unseren Projekten allerdings nie alleine, sondern wir arbeiten immer international. Man sieht jetzt hier auf diesem Bild, man erkennt kaum Gesichter, sieht man alle Studierenden, die dieses Semester einen unserer Kurse belegen. Jetzt haben wir hier exemplarisch mal ein Team von Studierenden, 6 Personen. Da kommt die Hälfte der Studierenden aus einer Hochschule in Finnland und die andere Hälfte sind Studierende der Hochschule Mannheim. Das bedeutet also wirklich, wir arbeiten immer international über Ländergrenzen hinweg. Jetzt sind unsere Kurse ja projektbasiert, aber wir lassen die Studierenden da auf gar keinen Fall irgendwie alleine, sondern es ist immer ein geführter Prozess. Wir starten mit einem komplexen Problem oder einer Challenge, wie wir es nennen, und führen die Studierenden dann relativ früh in den Problemraum. Und das bedeutet, dass die Studierenden hier wirklich exzessiv versuchen, das Problem zu verstehen, sich damit zu beschäftigen, was wirklich der Grund dafür ist, weil wir hier menschzentrierte Innovation betreiben. Es ist auch wichtig, dass sie den User verstehen. Und erst wenn sie das wirklich getan haben, gehen wir mit ihnen weiter in den Solution Space, in den Lösungsraum, wo die Studierenden dann nicht nur eine mögliche Lösung erarbeiten, sondern wirklich iterativ viele verschiedene Lösungen erarbeiten. Und dann wird am Ende dieser Phase die vielversprechendste Lösung genommen und mit der wird dann weiter in die dritte Phase gegangen, wo man das Ganze dann fertig ausarbeitet und am Ende ein Proof of Concept, also eine Lösung hat. Das habe ich gerade gesagt, okay, wir machen projektbasierte Lehre, wir arbeiten international. Das sind beides Komponenten, die unsere Lehrveranstaltung durchaus komplex machen. Und deshalb wird Manuel jetzt im weiteren Verlauf darauf eingehen, warum hybride Lehre für uns nicht mehr so ausreichend ist. Ja, vielen Dank. Aber da schauen wir uns doch erstmal an, was mit Hybrid überhaupt gemeint ist. Wenn man den Duden befragt, dann kommt Hybrida aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Mischling oder Bastard. Allerdings scheint die Herkunft hier auch eher ungeklärt zu sein. Allgemein gilt Hybrid aber aus verschiedenartigem zusammengesetzt und von zweierlei Herkunft oder gemischt zwitterhaft. So ein bisschen wie dieser Stahl-Beton-Klotz hier rechts im Bild. Und jetzt schauen wir uns an, was hybride Lehre im Allgemeinen besagt. Und auch da herrscht Uneindeutigkeit. Die Uni Göttingen definiert ihre hybride Lehre so, dass sie sagen, eine Teilgruppe der Studierenden ist vor Ort und eine Teilgruppe nimmt remote an der Veranstaltung teil. Die Universität Leipzig nimmt dann noch die asynchrone Lehre mit hinzu, also aufgenommene Videos, die die Studierenden on demand, ja wann auch immer sie wollen, anschauen können. Und die Universität Mainz sieht das Ganze nochmal ganz anders. Bei denen ist hybride Lehre, wenn Termine vor Ort sind und Termine remote stattfinden und Teilnahme über Online-Tools möglich ist. Wir sind uns aber einig, dass diese Remote-Sitzungen, wie wir sie 2020 ungefähr in der Corona-Pandemie hatten, wie auf dem Bild dargestellt,
eher keine hybride Lehre ist, sondern einfach nur Remote-Lehre, das Ganze mit dem Shift in den Online-Bereich. Jetzt habe ich von Teilnahmemodalitäten geredet. Wie gesagt, die meisten Universitäten haben 2 Teilnahmemodalitäten und da reicht es auch aus. Wir haben allerdings 3 Teilnahmemodalitäten, einmal bei uns vor Ort, hier im InnoSpace, dann vor Ort Remote, also wir, wie Clara gesagt hat, arbeiten mit Partneruniversitäten, mit Partner Design Factories zusammen, die ein ähnliches Setup haben, das heißt, die Studierenden können auch dort in die Universität gehen und sich dann mit uns über ein Videokonferenzsystem zusammenschalten, das ist mit vor Ort Remote gemeint, oder aber individuell Remote. Wir haben auch Partneruniversitäten, die ja zerstreute Campi haben, sage ich mal, also wo die Studierenden an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Städten an demselben Projekt teilnehmen und die nehmen dann individuell über ihre eigenen Endgeräte an den Sitzungen teil. Außerdem sind bei uns die Teilnahmemodalitäten nicht nur beschränkt auf die Studierenden, sondern auch die Coaches können oder nehmen bei unseren Veranstaltungen in verschiedenen Modalitäten teil. Und im Folgenden werde ich jetzt immer aus unserer im InnoSpace-Perspektive erzählen und erklären, wie unsere Kurse so ablaufen und wie wir unser Setup so aufgebaut haben. Einfach weil sich das anbietet. Jetzt hat Clara schon gesagt, wir machen projektbasierte Lehre. Das heißt, wir haben auch noch verschiedene Lernaktivitäten, die zu diesen verschiedenen Teilnahmemodalitäten noch hinzukommen, die auch nochmal ein besonderes Maß an verschiedenen Arten, wie wir uns miteinander vernetzen, dazu addiert quasi eine besondere Komplexität. Zu den Lernaktivitäten. Pro Veranstaltungstermin führen wir mindestens 3 dieser 5 Lernaktivitäten durch, also pro Sitzung, pro Vorlesungstermin. Wir beginnen meistens mit einem Warm-up, dann folgt eine Coaching-Phase oder eine Input-Phase und dann eben die jeweils andere Phase, entweder dann Coaching oder dann Input. Manchmal haben wir dann noch Teamwork in unseren Präsenzterminen reserviert, also Zeit für Teamarbeit. Und ganz besonders wichtig ist die Abschlusspräsentation, die allerdings an die Technik, gerade so wie wir es jetzt hier erleben in diesem Future Festival, besonders komplex ist und deswegen werde ich darauf jetzt nicht sehr detailliert eingehen, aber das ist eben auch noch ein Teil unserer Lernaktivität. Jetzt mal ein paar exemplarische Bilder. So könnte zum Beispiel ein Warm-up aussehen. Man sieht, hier sitzt die Dozentin am Tisch, die Studierenden im Halbkreis bei uns vor Ort und die Studierenden remote vor Ort. Das sieht man auf der Projektionsfläche, das ist jetzt ein bisschen zu hell im Raum, dass man das auf dem Foto gut sehen könnte. Die sitzen eben in ihrer Design Factory und wir machen da einen Online-Warm-up mit den Studierenden, wo die einfach in ihren eigenen Rechnern teilnehmen. Eine Input-Session könnte so aussehen, man sieht hier in leider etwas zu klein die Remote-Teilnehmenden vor Ort in der Partner-Uni und bei uns die Studierenden, wie sie eben gerade einen Vorlesungsteil von unserer Professorin erhalten. Coaching könnte so aussehen. Da wir eben projektbasiert arbeiten und viel mit Prototyping arbeiten, ist es uns auch sehr wichtig, dass Prototyping auch im Physikalischen weiterhin möglich ist, auch über Ländergrenzen und im ultrahybriden Setup. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Man sieht hier auf dem Surface, auf diesem Riesenfernseher, der da steht, 2 Studierende aus der Partneruniversität, die uns in einer Coaching-Session ihren physikalischen Prototyp, den sie gemeinsam mit den Studierenden vor Ort, natürlich nicht am selben Objekt, am selben physischen Objekt, sondern im Austausch erstellt haben. Dann hatte ich gesagt, gibt es noch Teamwork. Wir stellen den Studierenden einen Raum bereit und Geräte bereit, dass, wenn Teamwork stattfinden soll in den Vorlesungen, in den Veranstaltungen, dass sie das dann bei uns im Raum machen können, unsere Geräte nutzen können. Allerdings sind die Teamwork-Phasen auch nicht nur während der Präsenzzeit, sondern die arbeiten auch selbst organisiert sehr viel im Team international zusammen. Deswegen hier jetzt nur das Beispiel, wie wir sie dazu enablen, bei uns im Raum als Team zu arbeiten. Genau, und jetzt die Frage, was ist Ultrahybrid? Wir definieren das, dass wir eben mehr als nur 2 Teilnahmemodalitäten parallel haben. Außerdem spielt noch hinein, dass wir eben diese verschiedenen Lernaktivitäten im Hybriden, also dann Ultrahybriden, haben. Und da wir diese projektbasierte Geschichte machen, ist es mehr als nur eine Frontalvorlesung, wo man im Prinzip eine Lernaktivität hat. Jemand steht vorne, erklärt was, alle anderen hören zu.
da ist das hybride Setup auch deutlich einfacher und ja, ich würde sagen, schnell gelöst. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Frage und Antwort rauslässt, dann braucht man im Prinzip fast nichts. Und da wir das eben so machen mit Warm-up, Input, Coaching, Teamwork und so weiter, stellt es eben auch eine erhöhte Anforderung an Raum, Raumausstattung und ganz besonders aber eben auch an Dozenten und Coaches, die ja ihre Sessions und ihre Einheiten besonders planen müssen, die Studierenden entsprechend vorbereiten müssen, dass die eben auch ja, bereit sind und dass der reibungslose Ablauf möglichst gut klappt. Aber gehen wir doch mal durch, wie wir das so ja, standardmäßig machen. Anhand dieser ja, etwas einfacheren Zeichnung sieht man wahrscheinlich mehr und das ist besser erkennbar als in den Fotos. Erstmal zum technischen Setup. Wir haben hier einen Projektor oder einen großen Fernseher. Ja, wir benutzen einen Projektor mit Inhalts, im großen Raum mit Inhaltsdarstellungen, mit Zoom-Calls, was auch immer halt gerade vonnöten ist. Ich denke, das hat fast jeder Vorlesungsraum. Und im Weiteren haben wir dann noch zwei so Microsoft Surfaces. Ist jetzt egal, ob es Microsoft ist oder nicht, aber sind im Prinzip große Fernseher mit Computer dran und Kamera obendrauf. Dann haben die meisten Studierenden Laptops dabei und wir haben ein gutes Videokonferenzsystem. So im Überblick und dann im Einzelnen, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Warm-up durchführen, ein hybrides Warm-up oder ultrahybrides Warm-up, jetzt hier im Beispiel mit digitalen Tools, dann haben wir nochmal ja, andere, oder ich würde erstmal kurz erzählen, was die Ziele überhaupt von einem hybriden Warm-up sind oder von einem Warm-up im Allgemeinen. Also es geht darum, dass bei einem Warm-up die Studierenden ankommen, ja, die etwas andere Arbeits- und Lehrweise, die wir im InnoSpace haben, ja, sich darauf einstimmen. Und gerade am Anfang der Projekte auch, wenn es in Teamarbeit, die interdisziplinär und international ist, sich ein bisschen kennenlernen, weil natürlich, wenn man die Menschen auf der anderen Seite oder mit denen man zusammenarbeitet, gar nicht kennt, dann wird auch die Projektarbeit nicht wirklich gelingen. Das heißt, wir fördern da als Coaches und DozentInnen ja, dieses Zusammenkommen ein bisschen und dafür ist dieses Warm-up ganz gut, also so eine Art Mindset-Changer. Dazu benutzen wir meistens Online-Whiteboards, das heißt, die Studierenden loggen sich mit ihren eigenen Geräten auf Miro, Mural oder anderen ja, kollaborativen Whiteboards ein und wir zeigen dann die Studierenden im Raum auf der Projektionsfläche vom Beamer in möglichst groß, weil wichtig ist, dass die Sichtbarkeit gewährleistet ist, der Remote-Teilnehmenden und der vor Ort anwesenden Studierenden. Das heißt, das Videokonferenzsystem ist auf die vor Ort anwesenden Studierenden gerichtet, sodass die Remote-Teilnehmenden uns sehen und wir die Remote-Teilnehmenden sehen können. Und außerdem ist es besonders wichtig, ja genau, wie gesagt, dass jeder Laptop ein Studi da hat und auch der funktionsfähig ist und dass man auf die Akustik achtet. Das heißt, wenn mehrere Menschen gleichzeitig sprechen, dann tun sich die meisten Videokonferenzsysteme sehr schwer damit, das ordentlich zu übertragen. Das heißt, man braucht eine gewisse Gesprächshygiene und man muss auch ein ordentliches Mikrofonsystem und Lautsprechersystem haben. Aber nicht nur digitale Warm-ups sind möglich. Wir veranstalten tatsächlich auch Warm-ups mit Bewegungsteil oder mit Stift und Papier, also im Analogen. Auch die sind wieder sehr gut, um die Studierenden einfach in unseren Lernraum zu ja, begleiten, dass sie gut ankommen. Häufig auch, dass sie ein bisschen aufwachen. Unsere Veranstaltungen finden aufgrund der Interdisziplinarität oft abends statt, weil die Termine da meistens frei sind und dann kommen die Studierenden schon nach irgendwie 4 Blöcken, 5 Blöcken Vorlesungen in den Raum. Wenn man sich dann so ein bisschen bewegt, dann kommt man einfach in einen ganz anderen Modus. Man wacht auf, man wird energetisiert. Das ist so ein ja, Moodlifter, könnte man sagen. Vor allen Dingen, wenn das Ganze dann auch noch Spaß macht. Wie gesagt, Bewegungsspiele sind da ein Teil. Wenn man Bewegungsspiele oder Einheiten macht, dann muss man dafür darauf achten, dass vor den Kameras bzw. vor dem Videokonferenzsystem auch genug Raum für Bewegung ist. Das ist dann ungefähr da, wo ich jetzt gerade hier sitze. Dann schieben wir die Tische ein bisschen beiseite, es geht ganz schnell und dann hat man da auch Platz, um als Gruppe sich zu bewegen. Ja, die Moderation, das ist so ein bisschen wie die akustische Verständlichkeit. Im Beispiel vorher ist da sehr wichtig, weil gerade wenn sich viele Menschen auf einmal bewegen, kennt man das bestimmt, dass der Geräuschpegel erhöht sich sofort und da ja, scheitern die meisten Videokonferenzsysteme bei der Übertragung an die einzelnen Teilnehmenden vor allen Dingen.
Das heißt, die Moderation, der Moderator, die Moderatorin muss möglichst nah an einem der Videokonferenzmikrofone stehen und die Anweisungen, was zu tun ist, falls es sowas gibt, möglichst deutlich rüberbringen, sodass alle Teilnehmenden das gut verstehen können. Ja, neben den Bewegungsspielen kann man natürlich auch was mit Stift und Papier machen. Das machen wir auch oft, irgendwelche kleinen Zeichnereien, die die Kreativität so ein bisschen einleiten und erhöhen. Und wenn die Studierenden dann da in einer Session von 5 bis 10 Minuten was gezeichnet haben, dann dürfen sie das der Gegenseite präsentieren, beziehungsweise die Gegenseite darf das uns präsentieren. Da ist die Sichtbarkeit der Studierenden wieder für alle sehr wichtig. Und ja, eine ordentliche Kamera, dann muss man die Studierenden bitten, aufzustehen und das auch mal so vor die Kamera zu halten, was sie da so produziert haben. Und bisher funktioniert das sehr gut. Aber das war jetzt nur der spaßige Teil. Schauen wir, wie es weitergeht in unseren Einheiten. Okay, das ist auch spaßig. Wir machen auch Input-Sessions, die natürlich auch interessant und spannend sein sollen. Hier eine Live-Input-Session dargestellt. Es geht darum, Theorie zu vermitteln, die kommenden Projektschritte den Studierenden anzukündigen und zu erklären und vielleicht auch außerplanmäßige Veranstaltungen zu announcen, anzukündigen. Hier haben wir auch wieder einen Microsoft Surface, auf dem die Remote-Teilnehmenden sichtbar sind. Das ist jetzt hier im Beispielbild immer so, als wären die Einzelnen online dabei. Es kann aber auch passieren, dass hier dann zum Beispiel einfach ein anderer Raum mit mehreren Studierenden zu sehen ist, so wie wir ja auch mit mehreren Studierenden vor einem Stream sitzen. Genau, also die Sichtbarkeit für die Remote-Teilnehmenden ist besonders wichtig, um eine ein Gleichberechtigungsgefühl und ein Augenhöhegefühl. Hier steht ein Request to Broadcast. Okay, ein Augenhöhegefühl zwischen den verschiedenen Teilnahmemodalitäten herzustellen und aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man eine Präsentation teilt, was man natürlich auch machen muss, wenn jemand was präsentiert und die Gegenseite die Inhalte auch sehen soll, muss man darauf achten, dass die Präsentationsslides oder das, ja, was man dann präsentiert, nicht über die Gesichter von den Teilnehmenden rutscht, weil das ist sonst sofort so, als wären die einfach nicht so wichtig, vor allen Dingen für die anwesenden Studierenden. Und das sind sie aber, sonst wäre eine internationale Kooperation oder Kollaboration ja überhaupt nicht sinnvoll. Wieder ist die akustische Verständlichkeit sehr wichtig, die ist fast noch wichtiger, würde ich sagen, als eine gute Übertragung des Bildes, weil meistens ist es ja, was man erzählt, wesentlich interessanter als einfach nur, was auf den Slides zu sehen ist. Das heißt, die Dozentin, der Dozent sollten möglichst das nah am Mikrofon sein. Alle anderen sind dazu angehalten, alle anderen Anwesenden möglichst ruhig zu sein. Online-Teilnehmende können sich muten, wenn sie einen lauten Hintergrund haben zum Beispiel. Und weiterhin ist es wichtig, dass die Dozierenden oder gut sichtbar sind, also dass die Kamera frontal vor ihnen steht, sodass die wirklich in die Kamera blicken können, dass die Remote-Teilnehmenden sich angesprochen fühlen, aber gleichzeitig eben auch die lokal Anwesenden nicht das Gefühl haben, dass man nur in die Kamera spricht, sondern auch die Professorin oder die DozentInnen von vorne sehen können. Neben den Live-Input-Sessions haben wir auch noch diese asynchronen Elemente, Input-Videos, die dienen dem gleichen Ziel. Es geht darum, kommende Projektschritte und Theorie zu vermitteln. Außerdem ermöglichen sie eine Art zweigleisiges Teaching. Also wir handhaben das so, dass wir dann während ein Team aus einem Projekt sich die Input-Sessions als Video anschaut, wir ein anderes Team im Coaching haben und denen direkt 1:1 Betreuung geben können. Bei den Videos, das ist ein sehr tricky Thema. Auch da ist akustische Verständlichkeit wieder sehr wichtig. Wir hatten neulich ein Video, das war deutlich zu leise. Da gab es sehr viel Ärger bei den Studierenden, die irgendwie keine Chance hatten, das gut zu verstehen und dann alles dreimal anhören mussten. Dann haben wir Feedback gekriegt, dass gute Videoqualität schon auch sehr erwünscht ist. Ich habe mal ein 4K-Video hochgeladen, was zu sehr viel Freude bei den Studierenden geführt hat, weil alles plötzlich so scharf sichtbar war. Aber Full HD oder 1080p sollte es mindestens sein. Und dann, wenn man das durchführt, muss man auch auf die Wiedergabegeräte achten. Wir haben hier jetzt dargestellt einen Raum oder unseren Raum, wo wir Studierenden Teams erlauben oder ermöglichen, sich abzugrenzen von den restlich anwesenden Personen und da auf einem Surface unsere Videoeinheiten sich anzuschauen, auch in laut ohne Kopfhörer. Und dann können die sich da auch direkt, während sie noch dort sind, über den Input, über das Gesehene unterhalten, debattieren, diskutieren, vielleicht unverständliche Dinge irgendwie im Team gleich klären. Oder aber, wie es auch viele Studierende haben, sie gehen dann
separat in einen Stillarbeitsbereich, nehmen ihre Kopfhörer und ihre eigenen Laptops mit und schauen sich da dann die Videos an. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man die Videos teilt und eine Plattform hat, auf denen man im Austausch ist. Weiterhin ist es sehr wichtig, dass die Videoeinheiten wirklich, wirklich, wirklich kurz sind, also erstaunlich kurz. Wir haben rückgemeldet gekriegt, dass nach 10 Minuten die Studierenden einfach irgendwie eher einschlafen. Also die sind sehr ehrlich zu uns gewesen und haben gesagt, nee, also diese 25 Minuten, ich habe es zwar schon in Double Time angeschaut, aber nach 10 Minuten bin ich ausgestiegen und jetzt handhaben wir es so, dass wir meistens 10-Minuten-Einheiten haben. Nach 10 Minuten oder ein bisschen weniger announcen wir im Video quasi eine Tätigkeit, das heißt, sie schauen das Video an und dann gehen sie exemplarisch zum Beispiel eine Aufgabe durch oder unterhalten sich im Team über das, was sie gesehen haben nach 10 Minuten und schauen dann nochmal einen 10-Minuten-Block an, sodass man 20 Minuten Input-Sessions ohne Einschlafgefahr überstehen kann. Jetzt habe ich schon gesagt, das zweigleisige Teaching. Während die Studierenden ein Video gucken, sind ja andere Studierende dann frei mit uns eben, oder unter Umständen frei mit uns eben, ein Coaching durchzuführen. Ziel des Coachings ist es, dass wir als Dozierende den Projektfortschritt identifizieren können, also dass die Studierendengruppen uns zeigen, wie sie mit ihrer Challenge, wie sie mit ihrer Aufgabe vorwärts kommen. Wir können die Teamdynamik fördern, wenn es zum Beispiel einfach sehr leise Persönlichkeiten in Teams gibt, die eher übergangen werden, können wir versuchen, die ein bisschen hervorzuheben. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten im Team gibt, können wir die lösen. Und natürlich auch inhaltlich, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder sich die Studierenden unsicher sind, ob das jetzt der richtige Weg ist, können wir einschreiten und ja, bewerten, ob das jetzt passt oder nicht. Und ihnen versuchen, eine möglichst ja, gut laufende Projekterfahrung zu bieten. Wie machen wir das? Wir haben auch wieder hier zwei Surfaces, einmal mit den Remote-Teilnehmenden und einmal mit den Projektfortschritten. Also die Studierenden kriegen immer die Aufgabe, ihre Projektfortschritte schon auch so aufzubereiten, dass sie uns die präsentieren können. Ob das jetzt Slides sind oder ob das jetzt physische Artefakte sind, ist erstmal nicht so wichtig. Aber hier ist es auch, wie gesagt, wieder sehr wichtig, dass das Team auch geschlossen zusammen auftreten kann. Das heißt, dass die lokalen Studierenden sich nicht als separates Team von dem internationalen fühlen, sondern dass die mit dem Surface in ihrer Mitte, mit den Studierenden aus Finnland oder wo auch immer, sich wirklich als Team verstehen können. Daher die erhöhte Wichtigkeit an die Sichtbarkeit. Und dann müssen die Projektfortschritte geteilt werden. Das heißt, die Studierenden, die remote sind, müssen entweder einen Screensharing kriegen oder selbst ein Screensharing starten, wenn die irgendwie halt der Host der Präsentation sind und uns dann erzählen, ja, was sie so gemacht haben. Besonders wichtig ist, dass da der persönliche Raum ein bisschen gewährleistet ist. Also wir haben selten mehr als 2 Teams im Coaching auf einmal. 2, weil einerseits es sehr gut sein kann, wenn sich Teams mit verschiedenen Challenges ja gegenseitig irgendwie so ein bisschen zuhören und so schauen, was machen die so und wie läuft es bei denen und sich dann auch hoffentlich nur die guten Dinge abschauen. Und andererseits, weil es eben ein bisschen einen persönlicheren Raum bietet, als wenn da jetzt viel mehr Studis auf einmal vor Ort sind, wo sich dann viele Studierende vielleicht so ein bisschen entweder profilieren wollen oder zu schüchtern sind, um wirklich ehrlich ihre Projektfortschritte zu teilen und ihre Probleme oder Schwierigkeiten zu besprechen. Wenn jetzt mehr als 2 Geräte im selben Call sind, dann ist es je nach ja, Videocall-Software besonders wichtig, auf Rückkopplung zu achten. Also wenn man 2 Zoom-Calls im selben Raum startet oder an einem Zoom-Call im selben Raum teilnimmt, dann führt das unweigerlich zu Rückkopplungen, wenn nicht 1 der Geräte stumm und mute geschaltet ist. Also da muss man auch sehr drauf achten. Außerdem ist Gesprächshygiene wieder sehr wichtig, aber das ist einfach immer so. Genau, und als letztes Element haben wir noch das Teamwork, wo wir als Coaches überhaupt nicht ja, reinpushen und teilnehmen, allerhöchstens für Fragen zur Verfügung stehen, wenn es Probleme mit den Tools oder Materialien gibt. Ja, warum überhaupt Teamwork im ultrahybriden Bereich? Naja, die Disziplinvielfalt wird einfach unglaublich erhöht, wenn man Universitäten aus anderen Ländern dazu nimmt und die
ich sage jetzt mal, interkulturelle Problemlösung, das interkulturelle Problemlösungsspektrum oder überhaupt das Problemlösungsspektrum wird durch die Interkulturalität deutlich erhöht. Bedeutet, dass es einfach sehr spannend ist, wenn verschiedene Studierende bei verschiedenen Dozierenden verschiedene Dinge lernen und auch verschiedene Arten, wie Wissen vermittelt wird, aus verschiedenen Ländern zusammentreffen. Hier ist es wieder wichtig, dass die Teilnehmenden sich sehen. Bin gleich fertig. dass die Teilnehmenden sich sehen, dass wir stellen ihnen Tools für das Teamwork zur Verfügung, eben zum Beispiel diese Surfaces oder aber auch wirklich physische Tools. Hier ist eine Säge und ein Schraubenschlüssel zu sehen, zum Beispiel, wenn sie physische Artefakte erstellen wollen, und die Räumlichkeiten, das heißt eine Werkstatt, abgegrenzte Räumlichkeiten, in die sie sich zurückziehen können. Jo, ich hoffe, das war jetzt ein guter Überblick über unser hybrides Setup und den Kursablauf vor allen Dingen. Ist vielleicht aufgefallen, dass wir gar nicht so viel mehr an Hardware benutzen, als meistens ohnehin vorhanden ist. Es ist vor allen Dingen das Videokonferenzsystem mit gutem Mikrofon und guter Kamera, dass die lokale Crowd gut dargestellt werden kann. Und eben einen Bereich, wo Remote-Studierende gut dargestellt werden können. Hier haben wir das Ganze nochmal sortiert. Neben Hardware und Raum ist es besonders wichtig, dass das Verhalten eingeprobt wird, dass die Studierenden Bescheid wissen, okay, wir treffen uns in Teams, Zoom, Microsoft, WhatsApp, was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, welche Software man verwendet, wir treffen uns da finden wir die Links, da sind die Slides und die Videos für unsere Video-Input-Sessions. Hier bekommen wir Informationen und da können wir Rückfragen stellen. Also man braucht so ein paar Kanäle, wo man den Studierenden sagt, so zu Beginn quasi der Veranstaltung, so hier seid ihr erreichbar, das ist euer Arbeitsplatz, das ist euer Bereich. Achtet hier besonders drauf, gerade dass, wenn man zwischen den verschiedenen Lernaktivitäten wechselt, dass es dann reibungslos vonstatten geht. Das heißt, wenn man irgendwie sagt, okay, wir treffen uns jetzt auf einem Muralboard, und ihr geht darüber und alle gehen in denselben Call, dass die Studierenden wissen, okay, wo finden wir den Call und wie läuft es? Das ist mit Verhalten gemeint, dass man Studierende da eben drauf primet. An Hardware, wie gesagt, vor allen Dingen wichtig, Laptops. Die Studierenden bitten, ihre Laptops mitzubringen, aber das ist meistens ohnehin kein Problem. Dann haben wir dieses Videokonferenzsystem und den zusätzlichen Bildschirm. Software, da würde ich jetzt gar nicht so näher auf die verschiedenen Produkte eingehen. Das kann man mit fast allen Produkten relativ gut umsetzen, wenn man sich an so ein paar Verhaltensdinge hält. Und zum Raum, wie gesagt, Platz vor der Kamera, dass alle lokal Anwesenden dargestellt werden können, und Platz für die Studierenden, dass sie sich zurückhalten können. Und wenn man das macht, dann kann man ultrahybride Lehre relativ einfach machen. Und hier noch zum Abschluss eine Abschlusspräsentation. Wie gesagt, ich wollte nicht noch viel näher drauf eingehen. Hier sind unsere zwei Studierendenteams mit zwei Studierendenteams aus Estland bei ihrer finalen Präsentation bei uns im Raum. So, damit wäre ich auch am Ende meiner 20 Minuten angekommen, befürchte ich. Und falls es noch Fragen gibt, dann sind wir jetzt, glaube ich, noch bis 5 nach, also 3 Minuten hier vor Ort. Und danach. Gerne. Es gibt tatsächlich auch einige Fragen im Chat. Also bei mir steht verbleibende Zeit noch 1 Minute, vielleicht schaffen wir die ein oder andere noch, und falls nicht, sind wir danach noch an den Netzwerktischen verfügbar. Wir haben ja eine Frage von Peter: Wie sichert ihr die Sichtbarkeit der Studierenden, die häufig aus technischen Problemen und zur Sicherung ihrer Privatsphäre die Kameras nicht einstellen? Gar nicht, wir bitten freundlich darum, dass sie ihre Kameras einschalten. Technische Probleme sind meistens so ein vorgeschobenes Ding. Meistens funktioniert es, dass es trotzdem funktioniert, also dass die Technik kein Problem ist. Wir bitten und bitten freundlich darum. Man kann sie natürlich nicht zwingen, was auch ganz richtig ist. Genau, also das hat was mit dem Verhalten zu tun, was Manuel gerade am Anfang schon angesprochen hat. Das ist so Teil unseres Konzeptes, da die Studierendenteams relativ klein sind. Übernehmen die auch dann irgendwann die Ownership über das Projekt und sind total willig und wollen das Projekt weiter voranbringen, dann ist es eigentlich in der Regel selbstverständlich, dass sie dann teilnehmen und auch die Kamera anstellen. 20 Sekunden, mal schauen, was wir noch schaffen. Wie wir die Studierenden motivieren, sich zu beteiligen. Wir sind selbst Ort. Genau. Wir sind selbst motiviert. Wir fordern immer wieder dazu auf und das reicht eigentlich schon. Und wir stellen coole Fragen.
Dann haben wir, finden Coaching und Video-Inputs in einem Raum statt? Welcher Raum steht zur Verfügung? Du oder ich? Out of time. Oh. Anne, haben wir noch Zeit, das kurz zu beantworten, oder? Wir machen die Session schließlich nicht von selbst, aber vielleicht die TeilnehmerInnen auch Pause machen oder wechseln. Ich sehe schon, einige gehen raus. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch mitnehmen in den Netzwerktisch. Also handle das jetzt noch und dann machen wir hier Schluss. Okay, dann Manuel, beantwortest du das eben schnell und ich schreibe mir den Rest auf, dass wir es nicht vergessen für die Netzwerktische. Es ging um Raum und Coaching. Also Vorlesung, Inhalt und Coaching finden tatsächlich im selben Raum statt. Allerdings trennen wir die Studierendengruppen, die momentan aus 4 Gruppen bestehen, in 2er-Grüppchen auf. Also 2 Gruppen bekommen Coaching, 2 Gruppen gehen in einen anderen Raum und machen da dann die Video-Input-Session oder Teamwork. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier und wir sehen uns an den Netzwerktischen wieder. Herzlichen Dank auch für das Feedback aus den Teilnehmer im Kreis. Henrik kommt schon zum Networking Table. Also ihr seid auf jeden Fall schon mal zu dritt. Super. Und vielen Dank für den tollen Insight und noch eine schöne Zeit hier beim UF. Danke ebenso. Danke. Ciao. Tschüss.